So, ihr Lieben, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Part. Ich wäre mir da nicht so sicher. Dingsbums, Part 78. Ich muss mir jetzt nur noch kurz die Datei aufschreiben. Das hat er wirklich nicht verdient. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Das hat er doch vorher gesehen. Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht ganz, wie viel, wie viel ich heute aufnehmen werde. Aber auf jeden Fall möchte ich mich heute zur Drachenjagd aufmachen. Ich habe Folgendes gemacht, ich habe mir 10 Lernpunkte gegönnt. Und zwar habe ich, bin ich halt nochmal zurück ins Tal gegangen. Zu den Piraten und habe mir halt Taschendiebstahl erlernt. Das habe ich ja gesagt, dass ich das eventuell offscreen machen wollte. Deswegen speichere ich jetzt hier erstmal ab, natürlich auch kurz vor der Aufnahme. Und will halt nochmal gucken, wenn ich hier so alles abrippen kann. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Habe ich geschafft, super. So, es gibt halt so ein paar Sachen, wo halt immer drin steht, okay, manche Leute kannst du abziehen, manche nicht. Eigentlich wollte ich jetzt heute auch schon anfangen mit der, Hey, du! Das wäre ein Kinderspiel. Gut, mit der Drachenjagd beginnen, aber ich glaube, hier gibt es noch ein paar Quests zu holen. Haben wir die schon? Der Verschwunden in der Dunkelheit. Ich weiß, wo der zu finden ist, aber ich möchte jetzt erst nochmal hier mit den Leuten quatschen. Du kannst natürlich hier von den Leuten auch ein bisschen was lernen. Wir haben 50 Diebstahl, das bedeutet, gewagt sein Geldbeutel zu stehlen geht. Also hier 50 Geschicklichkeit oder 54. Alles andere ist halt was anderes. Hey! Was machst du hier? Ich bereite mich auf einen Kampf vor. Was sonst? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Haben die Paladine nichts dagegen, dass du hier bist? Blödsinn! Die haben ganz andere Probleme. Die meisten sind froh, dass sie noch leben. So, mit der Moral so. Der Jungs steht es nicht zum Besten. Das wird noch ihr Untergang sein. Ich meine, schau dir doch mal die schartigen Klingen an, mit denen sie in die Schlacht ziehen wollen. Jeder vernünftige Krieger würde da doch sofort desertieren. Hast du dich von deiner Gruppe getrennt? Meine Gruppe? Ich habe keine Gruppe. Ich bin Trophäensammler. Okay. Wenn ich ohne Trophäe wieder nach Hause gehe, dann weiß ich nicht, wofür ich hierher gekommen bin. Da kann ich keinen anderen gebrauchen. Alles klar, Hast du keine Angst, dass dir jemand zuvorkommt? Was? Wer denn? Silvio! Hast du dir die traurigen Gestalten schon mal angeguckt, die er dabei hat? Silvio kann froh sein, wenn er hier wieder lebend rauskommt. Ja, ja, Silvio. Silvio war hier? Dieser Drecksack. Hier in der Burg, meinst du? Ja, war er. Aber nur kurz. Hat ein paar Takte mit den Leuten hier gesprochen und ist dann wieder losgezogen. Du scheinst ihn nicht zu mögen. Was heißt mögen? Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, ihn zu kennen. Silvio hat keine Freunde. Er braucht Leute, die ihm bedingungslos folgen. Silvio hat keine Freunde. Das ist nichts für mich. Das ist ich hart. Ich arbeite allein. So, kurz Peel kann weg. Was bleibt? Wo ist Silvio jetzt? Die Paladine hier erzählten etwas von einem Drachen aus Eis im Westen. Er soll der gefährlichste und mächtigste von allen sein. Da hättest du mal Silvios glänzende Augen sehen sollen, als er das hörte. Jetzt darfst du raten, wo er hingegangen ist. Ich kann es mir vorstellen. Die Frage ist, ist das so gut für den Silvio? Kannst du mir helfen, meine Waffen zu verbessern? Verbessern? Kauf dir lieber etwas Neues und wirf den Ramsch weg, den du da mit dir herumschleppst. Ich habe einen schönen Rapier Vielleicht hier. Vielleicht habe ich da etwas für dich. Interessiert? Ah ja, dann zeig mir mal, was du zu verkaufen hast. Vielleicht habe ich ja doch was Interessantes dabei. Für einen Magier habe ich eigentlich nicht so viel. Aber du kannst es dir ja trotzdem ansehen. So, was haben wir denn hier? Berserker-Axt. Das ist die stärkste Axt im Spiel. Muss man sagen. Und jo. Aber ansonsten hat er wirklich nicht viel. Barbaren-Streitaxt natürlich auch nicht schlecht alles. Aber das ist halt auch alles wirklich so, wie soll ich das sagen, so Dingsbums. Jetzt habe ich da was falsch gemacht, das ist jetzt alles Zweihand.
Der hat jetzt echt nichts für mich. Zweihand, Einhandwaffe, Orkschlechter. Den habe ich ja selbst schon. Das bedeutet, das bringt mir also... Ich glaube, händlermäßig brauchen wir uns gar nicht so groß umgucken. Weil so viel Stärke habe ich jetzt auch nicht. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber was will man machen? So, das... Naja gut, nichts. Gegen wen willst du kämpfen? Ich dachte mir, ich schau mal bei den Paladinen vorbei und trete ihnen in ihre fetten Ärsche. Idiot, gegen die Drachen natürlich. Was hast du denn gedacht? Hast du schon einen Drachen zu Gesicht bekommen? Nein. Bevor ich losziehe, werde ich erst meine Waffen auf Vordermann bringen. Schlauer Bursche. Gut. Was haben wir denn hier? Ich will jetzt erstmal mit den Leuten sprechen. Um mir mal so einen Überblick zu verschaffen. Was zu holen. Aber hier ist nichts außer ein paar eingebildeten Paladinen und Orks. Du hast die Drachen vergessen. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich sag dir mal was. Ich bin Schmied, kein Kämpfer. Ich stelle Waffen her. Das Kämpfen überlasse ich lieber anderen. Warum stehst du da nicht hinter dem Amboss? Die Paladine hier lassen mich nicht in die Schmiede. Ich darf hier nichts machen, sonst wandere ich direkt in den Kerker. Was kriege ich, wenn ich dir helfe? Ich habe nichts. Ich könnte dir höchstens etwas beibringen. Ich werde versuchen, dir zu... Na komm, helfen wir denen mal. Wie willst du das denn erreichen? Parsival hat befohlen, uns im Auge zu behalten. Niemand wird wagen, sich darüber hinwegzusetzen. Ich werde versuchen, was ich kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dich hört. Parzival ist ein Paladin. Ist zwar ein hoher Paladin, aber ich bin hoher Rat des Feuers. Das bedeutet, ich werde trotzdem mal speichern. Das bedeutet, der hat mir echt schon zu gehorchen. Das ist echt gut, dass wir Magier... Hier, Erfahrung. Also wie gesagt, das... lohnt sich. So, werde ich auch direkt machen. Eigentlich wollte ich den Part Drachenjagd nennen, aber ich glaube, da kommen wir heute noch nicht dazu. Ich hätte das anders gemacht. Von daher, naja, mal gucken. So, Barren, ich bin hier euer Chef, also hier Ruhe im Karton. Hey. Okay, der Koch hat nix. Wird natürlich überall mal hingehen. Wir haben ja hier beim ersten Mal schon alles größtenteils ausgeräumt, von daher... bedeutet allerdings, dass ich hier jetzt auch nicht so, mich so lange aufhalten will. Ich würde halt speichern bei jedem Mal, weil es kann halt immer noch sein, wir sind zwar relativ geschickt, aber... Ich bin schon wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich nochmal wiedersehen. Nach deinem Auftritt hier vor ein paar Tagen. Wie ich sehe, bist du zum Magier ernannt worden. Meine Ehrerbietung. Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Mein Auftauchen hier bedeutet, dass ihr alle keine Probleme habt. Mehr oder weniger. Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas. Etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hoshpak. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn. Das ist ein Scherz. Es fällt mir schwer, dich darum zu bitten, Meister. Aber du wärst die beste Wahl für diesen Auftrag. Hoshpaks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen. Gut, zu dieser Quest gibt es zwei Sachen. Wir können... Hoshpak killen, kriegen was dafür. Oder wir können es sein lassen. Wir werden später dann noch Urshak vom Part 1 treffen.
Und der wird dann ein bisschen sauer, der wird dann extrem sauer sein. Das bedeutet, wir können entweder ihr Freund mit Hoshpa oder Urshak sein. Oder aber, ja. Das tut aber eigentlich nichts zur Sache. Ich habe den bis jetzt immer geklatscht, weil halt XP. Und auf der anderen Seite, das ist immer schwierig, ne? Töten oder nicht? Hoshpak, ja, eigentlich schon, weil Urshak, weiß nicht, den kleinen Streit, den ich mit Urshak halt habe, ist jetzt auch nicht unbedingt so super. Und den Part 3 werde ich sowieso nicht spielen. Aber das hat auch keine Auswirkung darauf, von daher. Machen wir das auf. Hoshpak töten. Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hoshpak steht auf einer liebe, kleinen Klippe. Typ du müsstest sein. Sie eigentlich schon gesehen haben. Sie ist nicht weit weg von dem Weg zu unserer Mine. Direkt im Schatten des großen Berges. Direkt im Schatten des großen Berges. Was zum Geier war das? Hoshpak ist schon tot? Ist der wirklich schon tot? Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Westlich der Burg hat sich in den letzten Tagen ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet. Ziemlich verdächtig, findest du nicht? Das stimmt, und da ist auch ein Sumpfdrache. Hoshpak ist tot. Oh, den hab ich schon gekillt, okay. Das wird die Orks verunsichern. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Ich denke, das wird uns einen Aufschub von mindestens einer Woche geben. Ich brauche mehr Informationen über... Im Moment... Gut, der sagt uns immer nur so Stück für Stück. Ich muss mit dir über Jan reden. Jan? Wer ist das? Ein Drachenjäger. Er ist Schmied. Ah ja, ich erinnere mich. Was ist mit ihm? Er möchte in der Schmiede arbeiten. Kommt nicht in Frage. Er ist keiner von uns und ich traue ihm nicht. Kannst du das mit Jan nicht nochmal überdenken? Alter, ihr habt hier keinen Schmied. Mein Entschluss. Oh, Parzival. Wenn du wüsstest, ich gehe zu Garond und dann ist hier Ruhe im Karton. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ich bin zurück. Das sehe ich selbst. Wo ist die Verstärkung? Lord Hagen kommt, sobald er alle Dinge erledigt hat. Es ist viel passiert. Interessiert mich nicht. Ich brauche Truppen. Die Orks werden immer mehr und wir können nicht mehr lange standhalten. Ja nicht, meine Männer sind müde. Und die Vorräte gehen zur Neige. Es sind einige Freiwillige eingetroffen. Du meinst die Drachenjäger draußen im Hof? Die können uns helfen. Aber es sind einfach zu wenig. Ja, der Gaun hat schon mal... Wenn bald Männer schickt, kann ich nichts garantieren. Ich verstehe. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Wir machen die Parts. Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen geben? Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Offizier, Oryk. Mit dem habe ich mich schon unterhalten. Es gibt ein Problem mit dem Schmied. Welcher Schmied? Das sind doch alles nur Gerüchte. Der hat sich aus dem Staub gemacht. Ist er wieder da? Staub gemacht. Dann kannst du ihm ausrichten. Nein, ich meine Jan. Einer der Drachenjäger. Er ist Schmied. Das trifft sich ja gut. Unser ehemaliger Schmied hat sich einfach verdrückt, dieser Feigling. Jan wäre bereit, die Schmiede zu übernehmen. Verstehe. Du meinst also, ich kann ihm trauen? Ja. Wenn du dir so sicher bist, dann wirst du für ihn bürgen. Sollte er Ärger machen, wirst du dafür gerade stehen. Einverstanden? Na komm, passt schon. Ich bürge für Jan. Also gut. Er kann die Schmiede benutzen. Allerdings wird er dann auch meine Soldaten mit Klingen versorgen müssen. Gut, so Pazavia, ich hab dir ans Bein gepisst. Garond will, dass Jan die Schmiede übernimmt. Wenn das so ist, dann wird er die Schmiede meinetwegen bekommen. Auch wenn ich glaube, dass es ein Fehler ist, diesem Jan zu vertrauen. Ach, Parzival, du sollst nicht so sauer sein. Bleib mal entspannt. Ich werde jetzt nochmal mit dem Jan sprechen, dann wird er schon alles gut gehen. Lieber ein Schmied von wer außerhalb als kein Schmied, weil ich muss ganz ehrlich sagen... Diese ganze Differenzen sollten sie hier, gerade im Miental, vergessen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Hol deinen Hammer, du hast Arbeit. Du hast es geschafft? Wie hast du das denn angestellt? Ich musste für dich bürgen, also enttäusch mich nicht. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt arbeiten kann. Super. Ich wäre mir denn nicht so sicher.
So, ich will jetzt hier nochmal speichern, weil du weißt halt nie, ob der dich erwischt oder nicht. Gewagt. Na warte, du dreckiger Dieb. Ja, das war nämlich... Gut, gewagt ist immer noch wirklich gewagt. Darf halt nicht alles glauben, was man hört. So. Wo kommst du her? Vom Festland. Meine Leute und ich sind hierher geflohen. Die Lage dort wird immer schlimmer. Die Orks hinterlassen nur noch niedergebrannte Dörfer. Okay, der Festland. König hat keine Kontrolle mehr über sein Reich. Na, das sieht da natürlich übel aus. Das war doch schon vorher klar. Was machst du hier in der Burg? Ich habe von den Drachen gehört und wollte helfen, sie zu bekämpfen. Leider habe ich mein Schwert verloren, als ich durch die Orks geschlichen bin. Jetzt sitze ich hier fest. Ohne Schwert komme ich hier nicht wieder weg. Und die Schwerter, die ich hier kaufen kann, sind der letzte Schrott. Was kriege ich, wenn ich dir ein gutes Schwert besorge? Ich kann dir leider nichts geben. Ich habe mein letztes Geld für das... Okay. Weißt du noch mehr über den Krieg? Die Orks sind vor der Hauptstadt. Noch mehr. Aber ob sie schon gefallen ist, weiß ich nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der König tot sei. Ich glaube aber nicht daran. Ich weiß gar nicht, wo sind deine Leute jetzt? Ich habe mich von ihnen getrennt. Sie dachten, sie könnten sich alles nehmen, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ohne mich. Anständiger Kerl. Gut, mal gucken, ob wir sein Schwert finden und dann fertig. So, wir haben jetzt hier, da habe ich alles abgeklappert. Hier ist auch nichts mehr. Mit den Drachenjägern habe ich halt schon alles größtenteils besprochen. Ich könnte jetzt nur noch gucken, dass ich hier die Leute so ein bisschen abziehe. Mal aber jetzt mit Taschendiebstahl hier rumlümmeln. Zeig mal. Was hast du denn? Oh, die würde ich natürlich gerne kaufen. Gut, edles Bastardschwert, das behalte ich mal. Grobes Breitschwert kann weg, das kann weg. Dann habe ich eigentlich auch wieder... Ja, Mana-Zeug hole ich mir echt alles, was geht. Habe ich hier irgendwas, was ich verkaufen kann? So richtig eigentlich nicht. Also auch nichts, was sich lohnt oder so. Die Runensteine sind ordentlich was wert, aber die werden wir noch alle brauchen. Gut, dann lassen wir das mal so. Horschpack haben wir geklatscht. Super. Wir wissen jetzt, dass der Sumpfdrache, das ist der erste, die werden alle so Stück für Stück aufgewertet. Das bedeutet, das Spiel schickt uns immer zu dem schwächsten und zu dem nächst stärkeren Drachen. Ich glaube, Sumpfdrache, Steindrache, Feuerdrache und der Eisdrache ist der stärkste. Glaube ich. Feros Schwert, sehr leichtsinnig, das können wir finden. Verschwunden in der Dunkelheit, Ulda, der Wachposten der Burg vermisst seinen Freund Zengrad. Genau, der Zengrad, ich weiß nämlich auch, wo der ist. Das werden wir nämlich jetzt machen. Dass wir mal ein bisschen was anderes machen. Obwohl, ja, was heißt was anderes machen, außer in der Burg rumlümmeln. Wir haben ja in der letzten Zeit eigentlich nichts gemacht, außer... Wie heißt's? Die Frage ist, wo hat er sein Schwert liegen lassen? Weil jetzt ist das Schwert irgendwo getriggert. Ich weiß nur nicht, wo das jetzt rumliegt, wo er das halt liegen lassen. Kann natürlich sein, dass es an der Palisade ist. Palisade zeige ich euch gleich. Da müssen wir jetzt halt hin, um den Zengrad zu finden. Ich gucke halt, ob hier jetzt nochmal kurz schnell nach. Hier ist alles sowieso weg. Das bedeutet, hier müsste irgendwo noch... Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das hier irgendwo... herumfliegen. Aber so weit kann der ja erst nicht weg sein. Ansonsten muss ich da echt nochmal nachgucken. Vielleicht liegt es in einem von diesen Teilen. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, ich weiß wo. Das muss irgendwo in der Nähe von der Burg sein. Oder es ist an der Palisade. Also ich gucke jetzt nochmal die Brücke an der Burg an.
Und dann machen wir uns auf dem Weg zur Palisade, um dort mal aufzuräumen. Da war ich ja jetzt im vierten Kapitel noch nicht. Während dem Rushen zum Tal, das muss ich mir auch noch aufschreiben, habe ich gemerkt, dass da auch noch Respawn an Monstern gekommen ist. Das bedeutet, da muss ich auch noch mal hin, aber wie gesagt, so noch mal so eine Welt abklappern und noch mal ein paar EXP und so ein Scheiß gammeln. Also hier ist es nicht. Gut, dann ist es wahrscheinlich da hinten bei der Palisade, wo ich jetzt hin will. Das werde ich dann halt mal offscreen machen. Das bedeutet, im letzten Kapitel, wenn ich weiß, okay, es geht jetzt sozusagen zur letzten Welt, dann werde ich da offscreen nochmal auf dem Spielstand hier alles aufräumen. Dass wir auch wirklich alles haben, was wir brauchen. Wie viele Lernpunkte haben wir denn? Oh, stimmt, beim letzten Mal hatten wir ja richtig viel. 25 Lernpunkte. Genau, ich wollte nochmal gucken. 333.000 XP brauchen wir. Und wir haben 324.045. Das bedeutet, wir brauchen noch 8.000 EP. Ist nicht wenig. 8.955. Ist jetzt nicht ganz so wenig. Hier hinten sind die Palisaden. Das bedeutet, hier kann halt passieren, dass hier noch Monster rumlaufen. Deswegen ist ich ab hier einigermaßen Vorsicht geboten. Genau, Drachensnapper. So, wenn ich den jetzt... Den habe ich, glaube ich, beim zweiten Mal nicht geschafft. Hatten es noch eine Ork-Elite, das bedeutet Stück für Stück. Oh, 4 Drachensnapper. Könnte natürlich eine Feuerregen Spruchrolle auch mal benutzen, aber die will ich mir eigentlich echt aufheben. Na komm her. So, kann ich irgendwas machen? Nein. Na komm, mit einem Drachensnapper komme ich klar. Die stehen genau gleich, ne? Oh, super. Den habe ich jetzt getriggert. Ich glaube, hier am Baum ist es echt nicht verkehrt. Ja, komm, ist klar. Nee, das kann ich so vergessen. Die sind zu schnell für mich. Keine Ahnung, wo lang die jetzt gehen. Aber das interessiert mich eigentlich auch nicht. So, Feuerwurzel, wie gesagt. Ja, komm. Kann man schon mal machen. Wie viel Mana habe ich denn jetzt eigentlich? 164. So, Heilkraut werde ich noch mal ein paar essen. Dann haben wir die auch. Ich habe jetzt vergessen, mir aufzuschreiben, wie viel die 3 Drachensnapper gegeben haben. Na komm, den einen haben wir ja noch. So, als Jäger wäre das natürlich hier super, ne? Da kannst du hier richtig abfeiern. Aber das geht auch so. Ja, minus 400 ist eigentlich ganz gut. 2, 3, 4. Na doch. Also die 9000 Punkte jetzt dafür, dass wir 4 Stück schon von denen geklatscht haben. Ja, das
war dumm, aber ist egal. So, was hat die denn? Was zu heilen? Macht aber eigentlich keinen Unterschied. Ich muss gucken, dass ich nicht zu lange aufnehme. Na komm her, Drachensnapper. Komm auf. Komm zu Papa. Komm her. Stehen jetzt aus der Ferne angreife, kommen die anderen. Ja, wir können hier noch einiges aufräumen. Ich glaube, ich darf unter der Woche einfach nicht zu viele Dingsbums machen. Na komm her. So, wo die herkam, weiß ich jetzt nicht, aber das ist mir eigentlich auch relativ egal. Da ist nichts zu holen. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, wie viel. Na komm, ist egal, komm, scheiß Hund drauf. So, jetzt mach ich mich erstmal heile. Aber den Drachensnappern, die sind halt immer noch ein gefährliches Wesen. Also ein gefährliche Gegner. Bei den Ork-Kriegern, das ist nicht ganz so schlimm. Hier oben ist noch ein Schattenläufer, glaube ich. So, okay. Na komm her. So, ich bin, wie gesagt, ich habe ja schon öfters gesagt, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich den ganzen Shit hier mir reingezogen habe. So, die Ork-Elite, wie viel Damage kriegt die denn durch den Feuerball? Ja gut, im Wasser. Aber ich glaube, die waren sowieso ziemlich stark. Ja, komm, ist klar. Die war sowieso schon stark resistent gegen Feuer. Ja, komm, die trinke ich mal. Das trinke ich mal. Und das trinke ich mal. Bei denen bin ich mir immer noch nicht so sicher, ob ich die wirklich trinken oder essen soll. So. Na, ehrlich mal von dem ganzen kleinen Geschiss mal was, dass das auch mal wegkommt. Und jetzt erstmal ein paar Heilkräuter. Hier noch den Butlerfleisch. Das sollte eigentlich gehen. Vielleicht finde ich ja noch mal ein paar Dingsbums, ein paar Kronstöckel, da bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Immer schön speichern. Ist der tot oder nicht? Guck ich gleich noch mal nach. Weil wenn der tot ist, ist mir das eigentlich relativ egal. Hauptsache ich kann mir, also ich fände es halt schade, aber größtenteils ist mir das auch egal. Aber ich glaube, der ist schon hinüber. Den hat der Drachensnapper vielleicht platt gemacht. Ja, so ein riesiger Schattenläufer ist echt hier kein Problem für alles, was hier rumfleucht. Das ist ja jetzt mittlerweile kein Gegner mehr. Oder habe ich den platt gemacht? Und ja, die Orks machen das. Okay. Gut. Das ist natürlich ekelhaft. Weil die mir dadurch Erfahrung klauen. So, ich trinke jetzt nur noch relativ wenig von dem Kram. Ah, super, ich kann die Viecher triggern. Supidupi.
So, weil ich nicht weiß, ob hier in der Nähe irgendwo ein Bett ist. Das wäre natürlich super, wenn hier einfach draußen irgendwo ein Bett ist, wo ich mich mal hinlegen könnte. Dann wird nämlich auch alles regeneriert. Na komm her, Ork. Ihr habt mir meine Beute platt gemacht, ihr Arschgeigen. Das geht mir auf den Sack. Ja, zweimal Feuerriegen. Das ist natürlich eine ziemlich teure Rune, eine ziemlich teure Dingsbums. Was geht denn hier ab? Ja, hier laufen ja Schattenläufer rum, die gibt's ja gar nicht. Kommen die denn auf einmal alle her? Also nicht, dass ich mich beschweren will, ne? Beim Bosper gibt's dafür richtig Asche, ne? Von daher... Na komm, die zwei Wagen schaffe ich auch ohne. Na, bei dem Wagen bin ich mir immer noch nicht so sicher, was die für ein Angriffsmuster haben und wie ich dagegen vorgehen sollte. Am besten, von daher werde ich bei denen immer noch am meisten getroffen. Das ist halt schon echt nervig. Weißt du, immer wenn ich aufnehmen will, wenn ich auf Fliegenjagd gehe, ist alles gut. Da gehen sie, kommen sie nett und dann immer wenn ich am Aufnehmen bin, schwören sie mir immer im Gesicht rum. Und das ist nur diese eine einzige. Das ist wahrscheinlich die schlauste. Hier habe ich eigentlich schon alles aufgeräumt. Wie sieht denn mein Verbrauch aus? Komm, den weißen Rum können wir jetzt mal trinken. Das macht gar nichts. Heilpflanze, Heilkraut können wir alles mal trinken. Feuerkraut ist auch okay. Feuerwurzel können wir mal trinken. Essen, Entschuldigung. Lass mich mal ganz kurz noch überlegen. Was haben wir hier? Snapperkraut interessiert auch keinen. Wenn die ganzen Getränke von der Animation her nicht so lange dauern würden, dann würde ich die mir reinpfeifen. Aber das dauert echt viel zu lange. Na, die Biere gehen eigentlich. Aber die bringen natürlich so gut wie gar nichts, ne? Wacholder, Wein... Ne, komm, weiter Heilkraut. Gut, Hammer. Genau. Wie ihr jetzt schon die ganze Zeit gesehen habt, Gewinner von Part 70, herzlichen Glückwunsch, ist der Justin Junghardt. Und zwar habe ich ja bei Part 70 gefragt, bei diesem einen Steinkreis, wo wir auch diesen Kronstöckel gefunden haben, was ich dort gemacht habe, mit wem ich dort gewesen bin. Und der Justin hat halt gesagt, dass ich da ein Stück oder dass ich da auf Ornamentsuche gewesen bin mit einem Laris. Und ja, er hatte recht. Glückwunsch darüber. Auch Justin ist halt auch ein Zuschauer von mir. Der, also wirklich auch ein Stammzuschauer. Einer von den wenigen, aber cooler Kerl, ist ein total lieber Kerl, also der passt auch wirklich da halt rein, was ich halt eigentlich auch so erwarte. Er sagt halt immer Hallo und Tschüss und allen drum und dran. Justin, das hast du super gemacht, freue ich mich und ja, hab mir deinen Kanal so angeguckt, ein Abonnent, hast keine Videos oben, ist aber alles soweit in Ordnung, deswegen habe ich einfach mal das Dingsbums, Senkrad, oh! Das ist buggy. Normalerweise sollte er den ganzen Scheiß hier nicht haben. Aber der ist natürlich hier hingekommen und gestorben. Ja, wir haben Senkrad gefunden. Blöd gelaufen. Aber dafür haben wir ordentlich Zeug bekommen von dem.
Also nicht, dass mich das stört. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir da nochmal ausgerüstet werden. Weil der war nämlich im zweiten Part, war der nämlich ein Händler von uns. Ja. Coole Sache. Auf der anderen Seite aber auch schade. Was hat er uns denn jetzt alles gegeben? Heiliges Licht können... Das ist ein Paladin-Zauber. Ist halt wie Licht, nur sieht es halt irgendwie anders aus. Aber wir haben hier die Lichtrune. Das bedeutet, als Paladin kannst du die halt benutzen. Aber da wir Feuermagier sind, haben wir, glaube ich... Ja, der hat uns auch noch viele Sachen halt, viele Rollen und so ein Kram halt gegeben. Ja, jetzt haben wir dieses hässliche Licht, was die ganze Zeit bei uns rumeiert. Ja, in diesem Part seht ihr halt hier Justin Junghardt. Keine Videos, ein Abonnent, aber ein ganz lieber Kerl. Normalerweise müsste das Schwert von Ferros doch hier auch irgendwo in der Nähe liegen. Ich weiß, wo es liegt. Ich werde hier mal speichern, dann werden wir hier beim nächsten Part weitermachen. Also bis dahin, ihr Leute, macht's gut, ciao.